Hey. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn. In der letzten Folge haben wir ja den Papa, den Vater für uns gewonnen. Und wir heute sollen wir mit Kim sprechen. Das machen wir auch direkt. Moin, Kim. Kim Schnecke, get up. Ich kann sehen, dass du im Bliss warst. Ich wollte dich warnen. Hoffentlich war das, was du von Joseph bekommen hast, das wert. Gedankenfutter für ein Fest. Ich weiß nicht, wo er ist. Er wollte Informationen beschaffen. Er ist nie zurückgekommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Bitte, geh ihn im County suchen. Ich passe auf die Leute hier auf. Sei vorsichtig. Hättest du jeweils was anderes gemacht, Kim? Als auf die Leute aufgepasst. So, wir müssen... Tut die so, als wäre die so beschäftigt gewesen. Wie müssen wir denn jetzt... Was müssen wir denn machen jetzt? Schatzsuche gehen wir immer. Achso, ich dachte, wir hätten jetzt eine neue Mission bekommen, eine neue Hauptmission. Ja, haben wir auch. Aber... Lass uns Punkte holen. Dann würde ich sagen, die hier, weil dann kann man nämlich da hinkriegen. Oh, ich würde mit dem Heli fliegen. Nö, nicht möglich. Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich da gerade mehr Bock drauf. Wo ist die Düngemittelfabrik? Da. Willst du jetzt echt schon die Story weiter sagen? Ja. Oh Mann. Wir machen nochmal. Wir haben jetzt, so viele Folgen, haben wir wirklich nur ein Nebenzeugs gemacht haben. Jetzt machen wir mal ein bisschen wieder Hauptmission. Ziehen wir mal ein bisschen Hauptmission. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Immer nur Nebenzeugs und dann alle 5 Folgen mal eine Hauptmission. Das ist dann auch scheiße. Meiner Meinung nach. Ja gut, hast du recht. Du warst während der Belagerung echt tapfer. So, du müsstest mal ein Auto holen. Prosperity wäre ohne dich jetzt nur noch Staub. Was fahren wir denn? Das ist doch mal ein Lied auf die Seele geschrieben. Ich will mal was anderes fahren. Ich fahr mal den hier. Jetzt wir kündigen es am besten mal an. Auch gedacht. Da bist du ja, Häschen. Du wurdest gewarnt. Aber Rush und du, ihr müsst uns ja immer Probleme machen. Deswegen mussten wir es schließlich selbst in die Hand nehmen. Jetzt sind wir an der Reihe und machen Probleme. Die Leute hier zählen auf dich. Wir werden denen aber mal zeigen, was für ein Fluch du eigentlich bist. Ich schwöre, ich furze meinen Mann nicht mehr an, wenn er schläft. Meinst du, ich vermute, dass das eine Falle ist? Folge den Rohren. Die Rohre. Ich folge den Rohren. Was hast du getan? Nix. Nö. Ich bin ganz harmlos.
Das bringt jetzt nicht mit zwei Mann. Ja, die sitzt hier drin. Keine Ahnung, wo ich hinlaufe gerade. Ja, du kennst die Mission im Gegensatz zu mir. Ja, ich hab die einmal gespielt. Ja, egal, und? Vor allen Dingen soll ich da nichts spoilern. Warte mal. So, da ist das Rohr. Läuft irgendwie in die Mitte rein. Und dann ja. Verlierst du das. Ja. Da aktiviere den Schalter. Geil, den sterben. Ja, ich hab doch schon Hoffen. Die Karte lag neben dem Typen da oben. Wie weit bist du mit den Bomben, mit den anderen Bomben? Ich muss gerade kämpfen. Eine habe ich. Ich habe auch eine. Ist mir egal. Hauptsache, die sind schärft. Die Bombe entschärft. Es wird jetzt als entschärft angezeigt oder wird die als nicht entschärft angezeigt? Ne, die ist nicht entschärft. Scheiße. So, jetzt habe ich die vorletzte entschärft. Mich hat die eine getötet. Ich habe die eine weggeschossen einfach. Ich wusste ja, wo die anfangen, wo die war. Gestorben. Ja, ja. Da ist er doch. Sauber, jetzt wollen wir da keiseln. Jetzt nicht aufgeben, Häschen. Steht es denn um dein Gedächtnis? Du wirst es nämlich gleich gut gebrauchen können. Ich liebe okay. Gute Rätsel. Ich liebe gute Rätsel. Was denn für Rätsel? Okay, das stimmt schon mal. Ja. War falsch. Okay, 2, 3, 1. Nein. 2, 3, 4, 1. Oh, was hier? Du das? Nein, ich habe eine aufgemacht. Ich bin in die Luft geflogen. Musst du mich retten? Nö, warum auch nicht?
Warum auch? Weiß ich nicht. Als ein Koop-Partner bin vielleicht. Ja, gut. Wo hängst du denn überhaupt? Jetzt haben wir dich irgendwo oben. Wir haben ja nur noch 30 klar, Sekunden, ne? Richtig. Aha. Eine Kette ist noch oben irgendwo. Danke. Ja, ganz da oben ist die. Siehst du, die kriegst du mit dem Scharfschützgewehr vielleicht weg? Ja! In der letzten Sekunde! Oder? Ja! Ja, wir haben's. Na komm, Abflug. Wo ist denn da hingekommen jetzt wieder? Achso, das ist rum. Das ist der Sprung. Verschwinde hier! Hau ab! Das kommt mir sehr bekannt vor. Als hätten wir das schon mal erlebt. Entspann dich. Bleib doch noch. Sieh dir das an. Siehst du, wie leicht es sein kann mit dir? Also schnell nachgegeben. Ich wollte, dass du das verstehst. Ich wollte, dass du einsiehst, dass es anders hätte enden können, wenn du auf uns gehört hättest und gegangen wärst. Doch du hast den Stock gewählt. Hier ist er. Scheiße. Oh, fuck! Es wird ewig dauern, diese Hoffnung und Träume von meinen Stiefeln zu kratzen. weißt du... Der war wirklich gut. Bevor du hier aufgetaucht bist, lief einfach alles verdammt großartig. Kommst du hierher mit deinem schicken Zug und deinen schicken Leuten und versuchst diesen Ort in etwas zu verwandeln, was wir niemals sein. Und als wir vernünftig sein wollten, musstest du ja unbedingt ins Wespennest stechen. Und immer wieder. Nur weil du dachtest, es gäbe Hoffnung für die Zukunft. Es gibt keine Hoffnung für dich. Keine Zukunft. Für niemand. Unterbrechung. Mickey! Und du? Vor Jahren! Ihr müsst mir jetzt gut zuhören. Warum? Du kommst da nicht mit. Ich habe keine Wahl. Euer Vater. Daddy sagt, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. So einfach ist das nicht. Doch ist es. Ich muss los, Mom. Dad's da. Michelle? Ihr beiden müsst aufeinander aufpassen, weil euer Vater das nicht tun wird. Er hat immer große Pläne, aber alles, was er tut, endet nur in Gewalt. Dad löst Probleme. Er verursacht sie. Er geht über Leichen und interessiert sich einen Dreck für die, die unter ihm leiden. Er wird nicht wie er.
versprecht mir, dass ihr nicht werdet wie er. Klar, Mann. Teil 3. Undercover. Kennen die den Hulk? Es ist höchste Zeit, dass wir diesem Freak ein paar Fragen stellen. Rush ist tot. Tja, schade. Prosperity steht ja eh schon. Wir brauchen Rush eh nicht mehr. Durchaus nicht, ne? Aber mal gucken. Scheiße, dass wir den verloren haben. Naja, mir ist das egal. Ich brauch den nicht. Wofür? Prosperity, der hat eh nichts gemacht, außer da rumgelaufen und gesagt, ja, wir müssen die Hände spucken und anfangen. Brush, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich in den Zug gestiegen bin. Dass ich dich nach Hope County gebracht habe. Wir werden dich nie vergessen. Du hast viel für uns riskiert und es hat dich dein Leben gekostet. Das ist meine Schuld. Rush. Ich schwöre dir, wir machen dich stolz. Er war ein guter Mann. Selbstlos. Und du hast getan, was du konntest. Die beschissenen Zwillinge sind uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen das anders angehen. Ich sehe nach Carmina. Wenn du wissen willst, was mir vorschwebt, komm einfach zu mir. Kurz. Ich habe Anzeige gebracht. Uns alle schwer getroffen, aber wir dürfen nicht aufgeben. So sehr ich die Idee auch gehasst habe, mit Joseph zu verhandeln, sich doch zugeben, durch die Angriffe von New Eden haben wir eine Chance, die Highwaymen zu überrumpeln. Hast du nicht so einen verrückten kleinen Scheißer namens Irvin kennengelernt? Wenn er den Zwillingen so nahe steht, wie er behauptet, ist er vielleicht unser Ticket da rein. Durch die Mangel abgeschlossen. Jawohl. Hulk, triff mich beim alten Gefängnis. Ich hab da was klar gemacht, was du sicher nicht verpassen willst. So, die nächste Mission als Insider-Job. Aber ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Doch, die machen wir in der nächsten Folge. Ja.
Und dann sehen wir uns wieder dann nächste Folge morgen um, ja, wahrscheinlich 20 Uhr, ich weiß es nicht. Und dann schauen wir mal, was es dann so erwartet. Bis dahin und auf Wiedersehen.